Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders. Ja, wir sind hier direkt vor der versiegelten Tür, wie versprochen. Kein Weg quasi für euch. Ich erspare euch die Zeit. Wir haben im letzten Part quasi den letzten Zwischenboss erledigt und damit endgültig das Siegel gebrochen zu Silicias Kammer, Endbosskammer, was weiß ich. Wir haben die letzten Secrets und Truhen eingesammelt, die es einzusammeln gab. Und ja, jetzt werden wir uns dem Endboss stellen. Dem vierten und letzten Auserwählten. Los geht's. Ja, was ist das für, wo ist der Weg denn hier? Interessant. Natürlich kommen wir hier mit der Kette nicht weiter. What the fuck? Was ist das für ein Bullshit, ey? Hier! Silitas Höhle muss hinter dieser klebrigen Barrikade sein. Bringen wir das zu Ende. Ja. Ich öffne hier die Truhe. Ich bin direkt vom Boss rum. Ich werde aber mal den anderen Weg auch mal entlang gehen. Oder? Ach nö, na ja, gut. Ist quasi so ein Reiter. Weg. Reiter. Nein, kein Bock auf die Züge, ich hab Angst. Ich will zu meiner Mami. Mami, wo bist du? Jetzt müssen wir. Weißt du, wieso hat er das extra. Die Entwickler sind gemein. Wieso haben die das extra so gemacht, diese scheiß Wichser? Die regen mich nur auf. Sagen, ey, wenn ich jetzt runterfalle, ne, wollte ich den Entwicklern persönlich die Eier abreißen. Falls sie welche haben. Natürlich. Aber es ging schnell. Und wir gehen nun. Oh, du Wichser, wir gehen nun schnell zum Endboss. Halt die Fresse! Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. So, ich habe, wir haben jetzt endlich einen Endboss, der mich nicht nur anschreit, sondern auch mit mir redet. Ist schon mal cooler. Mmh. Ja. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen. Beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Silicia, los geht's. Ich hab doch gesagt, Samuel ist sehr gefährlich. Unsere Umarmung kannst du nicht entkommen. Okay, sehr, da war die Macht der Teleportation. Jetzt siehst du mich, jetzt siehst du mich nicht. Haha, du bist ja witzig, Silicia. Ja, du bist ein Narr, dass du Samuel vertraust. Du musst einen Weg finden, dich ihr zu nähern!
Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Oh Mann, wie schön ich für diese Teleportationsattacke getroffen werde. Oh, du Fick. What the fuck, du Hure, ey. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Oh, weißt du, wie du nicht mal mit deiner Speed-Attacke entkommen kannst? Wehre dich nicht. Alter, nerv nicht. Zu Ende sein. Du kannst nicht entkommen, diese Attacke, diese Schwuchtel-Cheat-Attacke. Alter, die Bitch labert immer und immer wieder. Wann hältst du die Fresse? Der Abgrundkette können wir uns ihr natürlich nähern. Oh, jetzt sind wir irgendwie stecken geblieben wie ein Schlüssel. Halte still, Kleiner! Alter, welche Riesenspinne hat bitte die fucking Teleportationsfee? Nicht. Es wird bald zu Ende sein. Alter, dieser Angriff ist mega komisch, ey. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Das kann ich zu dir sagen. Halt still, große Bitch. Ja, du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. What the fuck? Nicht. Es wird bald zu Ende sein. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Alter, reg dich auf. Ich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Oh Mann, wie sie mich blockt, ey. Die Hackerin. Alter, dieser Kampf regt mich ja richtig auf. Ich kann sie kaum treffen. Was macht sie jetzt?
Okay, treffen können wir sie irgendwie nicht. Okay, jetzt geht's wieder los. Oh, mit ich teleportiere mich mega behindert. Bitch-Phase, ey. Wieder richtig knifflig, die Hure. Aha. Irgendwie verstehe ich das nicht. Verstehe. Oh mein Gott. Alter, richtig erstmal. Oh. Und das war's, Silizia. Dein Herz gehört nun uns. Ja. Eine strenge Mutter. Errungenschaft freigeschaltet. Und wir kriegen den Lebensstein. Bringen Sie Samael Silizias Herz. Samael wartet schon auf das letzte Herz? Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Ja, gute Frage. Meine Güte. Ja, wir sind hier unten. Aber hier werden wir noch nicht durchgehen, denn, wie wir gesehen haben, in der mittleren Etage gibt es noch eine Truhe. Machen wir erstmal die Kreuzlinge hier. Das Ding schickt uns hoch. Aber wir wollen nicht nach ganz oben, wir wollen nicht hier hin. Da will wir unser Artefakt bekommen. Ein Soldatenartefakt und noch eine Truhe. Also man muss rechtzeitig abspringen von diesem Fahrstuhl hier. Und eine Währungstruhe zu erhalten. Das ist das letzte Secret hier in diesem Dungeon. Nehme ich an. Ja, hier oben gibt es nichts und da ist nur der Boss Room gewesen. Das war wirklich alles. Ja. Gut, dann gehen wir runter. Und gehen durch die Tür, um den Dungeon zu verlassen. Ja, wir haben noch genug Zeit. Noch 10 Minuten. Können wir noch zusammen zurückkehren und so weiter. Ah, und das war genau die Stelle, wo wir nicht weiterkamen. Wo wir von den Spinnen entführt wurden. Hey, ja, genau an der Stelle wurden wir von Silizias Spinnen angegriffen am Ascheland. Wir steigen nun auf unser Rossruin wieder, um zurückzukehren. Zusammen. Aber mit der Abgrundklinge werden jetzt viele, viele Items und Truhen, Lebenssteintruhen und Zornbruchstücke-Truhen finden. Wenn wir dann auch eins zu wissen. Einzusetzen, zu wissen, nutzen, was, egal. Was für ein Weg, ey.
Und hier ab in die Seenbrücke. Yeah. Wir sind zurück im Ascherland. Ah, und dann können wir auch direkt hier. Können wir direkt hier eine bestimmte. Ein bestimmtes seltenes Artefakt kriegen. Das machen wir noch in diesem Part, ey. Ich habe mich ja einmal gewundert im Ascheland damals. Da war doch so ein Artefakt, was mich ziemlich aufgeregt hat, was wir nicht bekommen konnten irgendwie scheinbar. Jetzt können wir es bekommen. Hier ist ein ganz spezieller Artefakt. Ist der Bottom ja nicht mehr. Da, wo wir runtergesprungen sind, war doch dieser Artefakt, nur kamen wir nicht ran. Und das geht erst mit diesem, mit der Kreuzklinge. Zwar konnten wir hier die Maschine ausschalten, aber hier können wir weiter. Und damit können wir den anderen Bottom ausschalten. Yay. Damit springen wir ganz runter. Und hier rein. Und damit landen wir genau in diesem Eingang da auf dieser Map. Genau dieser Teil. Damit kriegen wir ein ganz, ganz spezielles Artefakt. Artefakt Großfürst. Dieses Emblem trägt das Zeichen des tyrannischen Generals der Höllenlegion. Sein Name ist seit langem in Vergessenheit geraten, aber seine Kraft steckt immer noch in diesen Toten. Bringen Sie das Emblem zu Vulgrim, damit er sie entlohnt. Ja, das ist das ganz spezielle Großfürst-Artefakt. Das ist sogar noch besser als die meisten Artefakte. Unglaublich nicht mehr. Komisch, wir haben eigentlich schon 4 Bosse und nur 3 Meister-Artefakte. Egal. Ist jetzt noch irgendwie hier zu Vulgrim. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hoffe, dass wir irgendwo da reinlaufen. Vulgrim, wo bist du? Ich möchte zurück. Und wir reiten jetzt aber hier durch die Wüste hier. Und wie kamen wir nicht richtig runter? Keine Ahnung, was los ist. Wir reiten einfach mal durch. Später mal so einen riesigen Secret Part machen, wo wir so alles einsammeln und so einen Scheiß. Jetzt erstmal zurück zu Vulgrim und zu Sama hier. So. Habe ich gebraucht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen, um meinen Kummer zu lindern. Ja, natürlich. Okay, für den Großfuss kriegen wir einen Zornkern.
Sehr interessant. Meine Güte. Oh, Bernie. What are you doing, Bernhard? Du bist so weise, wie du mächtig bist. Und Fluch kommt du auch mal. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Erhöht den Schaden. Ein Zorn kann mir unter Mama kommen. Scheiße, Alter. Der Bernie ist richtig hart, ey. Ausgezeichnete Wahl. So, mal schauen. Haben wir hier. Der Busse, das hat richtig was gebracht, ey. Die ganzen Zornkerne als Belohnung. Finde ich sehr unterhaltsam. Da fehlt noch einer, gut, dann sprechen wir mit Vulgrim und kaufen uns noch eine Lebenszeit. Du bist so mein. Mit Schlange noch zurück zum Golden Guardian von. Oh meine Güte, was für ein Gewitterwetter. Huhuhu, es blitzt und es regnet richtig krank. Wie kann ich bescheiden? Gerade gar nicht. Und einem dort frisch kratzt. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir nun Samael das Herz übergeben. Oh ja, wir können ja Ruin benutzen. Weil ich auf die Wyxers keinen Bock habe. Auf zu Samael direkt. Übergeben wir ihm das letzte Herz. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott! Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft, nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wer weiß? Wir werden uns wiedersehen. Nun, durch das Portal Samaels. Aber was sich wirklich dahinter befindet, werden wir
im nächsten Part sehen von Darksiders. Bis dann und ciao.